Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Bevor wir uns jetzt in die Kanalisation stürzen, gehen wir mal noch schnell zum Waffenschmied. Um zu schauen, hey, was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben, was wir so für Schematas haben. Ah! Ne? Hä? Von Jungfrauen verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Bin ich doof? Wo ist er denn? Ach so, kann sein, dass er nicht da ist, weil er ist doch der Waffenschmied, oder? Es ist wahrscheinlich zu spät schon. Ach nee, es ist noch nicht spät genug, so ist es richtig. Hm? Okay, also jetzt sind alle da, also. Hä? Hier ist schon klar, dass Hexenjäger in der Stadt sind. Ich hab keine Angst. Ach nee, das Zeichen ist oben, der ist da drin, der ist da drin, der ist da drin. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zahn. Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Guck dir das an. Guck's dir an. Bin aber auch blöd, ey. Jetzt ist er unten, oder was? Oh. Hier, auf der Ebene ist er, auf der Ebene. Was? Hä? Wie komme ich denn zu diesem blöden Waffenschmied? Keine Ahnung, wer hier wohnt, aber er sollte sein Haus auf jeden Fall besser schützen. Kommt es sehr einfach rein? Seriöser Brief. Es ist alles bereit. Wir warten nur auf deine Ankunft. Als ich dem Kommandanten von deiner Hingabe und deinem Eifer berichtete, war er sofort bereit, dich in unsere Reihen aufzunehmen. Zunächst erhältst du eine vorbereitende Ausbildung, doch du weißt ja, wie man reitet und die Klinge führt. Damit hast du die Grundlagen bereits gemeistert. Der Rest wird nicht lange dauern. Sobald du unsere Farben trägst, machen wir uns auf die Suche nach deiner Mutter und wir werden sie finden, das verspreche ich. Und wenn wir jeden Quadratzoll Wählens durchkämmen müssen. Fuck! Ich will doch einfach nur zu dem Schmied! Ah, pass doch auf! Scheiße! Lang lebe Raduwin! Ach, fuck. Wisst ihr was? Ich scheiße jetzt drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt in die Kanalisation und fertig aus Nikolaus. Hier ist schon klar, dass Hexenjäger in der Stadt sind. Wir wollen uns kaum über den Ponta lassen. Und diese Gestalten lassen sie rein. Skandalös! Zarter Hauch des Bösen. Durchsuche die Kanalisation mit Hilfe deiner Hexersinne. Ich speichere nochmal. Aber solange es geht, werde ich auf Katze verzichten. Stiefelspur. Groß. Von einem Mann wohl. Ich dachte, nur Frauen suchen nach dem verwunschenen Prinzen. Ah, Fußspuren einer Frau. Aber nur von einer. Da ist doch schon wieder irgendwas. Ertrunkener bestimmt, oder? Ja. Ich sehe nichts. Ach scheiße, jetzt habe ich es falsch genommen, weil ich gedacht habe, dass da noch Katze liegt. Ich rüste mal Katze aus. Das denke ich macht Sinn. Okay, man kann hier drin nicht so rennen, wie ich das will. Ist auch ein Ertrunkener. Schwertwunden. Das war kein Monster. Waren wir hier unten nicht schon mal?
weil hier noch zu Truhen und sowas liegen. Ich meine, klar, es kann natürlich sein, dass ich die einfach nicht aufgemacht hatte damals. Und von der Seite kommen wir nicht an die Kiste ran, an das Fass. Kiste. Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Shami? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shami, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfutter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter, dann hat uns etwas angegriffen. Krass, Shadi ist wieder da. Das ist ja geil. Jeder, der Witcher 1 gespielt hat, kennt sie vielleicht noch. War da halt auch einfach so eine Heilerin. Und mit der konnte man auch eine Beziehung eingehen. Aber ich habe es nicht hinbekommen, weil ich... Man musste irgendwie einen Ring für die besorgen. Und die hatten in einem Haus gewohnt mit einer alten Frau. Und die ging dauernd auf den Sack, da ist man nicht reingekommen. Und ich wusste einfach nicht, was ich weitermachen muss, um der Shadi da diesen Ring zu geben und sie zufriedenzustellen. Deswegen habe ich es nicht geschafft, da mit ihr die Beziehung einzugehen, aber ich glaube, ein Techtelmechtel hatte man vorher trotzdem schon. Bei Witcher 1 war es so, dass wenn man mit einer Frau Sex hatte, dann hat man das nicht gesehen, sondern nur gehört oder so. Und dann hat man halt so ein Bild bekommen von der Frau, so ein halbnacktes Bild. Quasi so als mögliches Sammelobjekt. Woher hat er die Wunden? Was hat euch angegriffen? Hast du es gesehen? Nein. Ich bin gerannt, als es aufgetaucht ist. Es war riesig, hat Gift gespuckt und so Schlürfgeräusche gemacht. Mehr weiß ich nicht. Wohl kein großer Nekrophage und kein Ertrunkenenrudel. Nein, das war nur ein Ding, ein großes. Jemand hat eine Fackel draufgeworfen. War dem Monster egal. Vor Feuer hat es also keine Angst, gut zu wissen. Ich glaube, es hatten sich auch viele beschwert, dass Shani keine weitere Rolle bekommen hat. Ich glaube, schon zu Witcher 2 Zeiten wurde sich da beschwert und deswegen hatten sie dann wohl geplant, die einzubauen. Aber irgendwie erst haben sie die erst ins Expansion Pack reingenommen und nicht direkt ins Hauptspiel. Aber das freut mich auf jeden Fall, dass die jetzt da ist. Der Soldat, hat er dir was bedeutet? Er hieß Noels. Nächste Woche hätte er Urlaub gehabt. Das hat sich jetzt erledigt, auch für den Rest seiner Einheit. Wie viele waren sie? Ein ganzer Trupp. 6 tapfere Jungs. Alle tot. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation strahlt. Es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Das Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Ja, na schön, deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Weil ich weiß, konnte die auch zaubern.
Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters eine der Wände geschwächt hat. Hä, was? Achso. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Bin ja mal gespannt, was das für ein Monster ist. Ich frage mich generell, ob es neue Monster gibt in Witcher 3 oder ob es, also in Hearts of Stones, oder ob sie sich die Mühe nicht gemacht haben. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Kanntest du sie gut? Ihn erst seit heute Morgen. Aber Vern kenne ich noch aus der Schlacht von Dorian. Miklas ist erst seit Jule dabei. Tut mir leid. Wenn das Biest tot ist, müssen wir jemanden herschicken, der die Leichen holt, damit wir sie anständig beerdigen können. Sicherlich. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Groß und schleimig, das kann ja... Keine Ahnung, großer Blob, großes Schleimmonster. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschlüssel. Mal sehen, ob ich ihn finde. Finde mit Hilfe einer Hexerin den Schlüssel zum Gitter in der Kanalisation. Drüben leuchtet doch schon was ganz auffällig. Eischerlerstiefel. Verbessertes Öl haben wir auch gut. Schlüssel zum Tor, da kann ich zum Befehl der Redanischen Armee. Schlüssel. Gut, dann los. Befehl 15 irgendwas, erteilt von Albrecht Hockenhole. Hauptmann Vern, Palag und seine Einheit erhalten den Befehl, die Kanalisation von Oxenfurt zu betreten, um Feldärztin Shani auf ihre Mission zu eskortieren. Eine Probe des Toxins zu erhalten, das von der Kreatur ausgespien wurde, die sich dort aufhält und unser Wasser vergiftet. Falls möglich, sollen die Kreaturen getötet werden. Brot! Das ist mein absolutes Lieblingsbrot. Direkt ganz frisch aus der Kanalisation. Lecker, lecker, lecker! Die will echt mitkommen. Das gibt überhaupt keinen Sinn, aber... Kann ich wohl nichts gegen machen. Das war kein Monster. War ich noch mal? Geralt, alles in Ordnung? Alles klar. Hier komme ich nicht runter. Ich suche woanders. Sei vorsichtig. Wieso kommen sie denn da nicht runter? Die hätte doch... genau das gleiche machen können wie ich. Also einfach
Da runter fliegen halt. Das ist geil, wenn die so eingefroren sind, kann man sie besser sehen. Mal wieder ein bisschen Licht. Hier lag doch noch irgendwo was rum, genau. Sieht merkwürdig aus. Es könnte auch irgendwelcher Spinnscheiß sein. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Ist das die, die wir gesucht haben? Aber schön, wie wir eigentlich den Auftrag hatten, irgendeine Frau zu finden oder zu suchen, was jetzt wahrscheinlich die hier war. Und jetzt haben wir aber... Wie hieß sie? Shahin? Shahin getroffen und unser Auftrag ist quasi geändert worden. Scheiße, ich sehe wieder nichts mehr. Aber auch keinen Bock, Katze zu nehmen. Katze nervt. Noch ein Ertrunkener. Ach, komm her. Komm. Noch einer. Geralt, alles in Ordnung? Ja. Und du? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe mich durch die Stäbe gequetscht. Sieh mal, da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Viele ertrunken hier. Bedeutet das was? Das heißt, dass unser Monster die nicht angreift. Scheint mit den übrigen Kanalisationsbewohnern zurechtzukommen. Symbiotisch vielleicht. Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über dem Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt, bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten, das Monster mag Alkohol? Mhm, mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Aha, ein... Alkohol mögendes Monster? Hm, komischer Geruch. Mischung aus Alkohol, Blut und Monsterdunst. Muss hier entlang gekommen sein. Eine unglückliche Romantikerin. Wollte einen Fluch brechen, starb stattdessen einen ekelhaften Tod. Sagt das überall das Gleiche, okay. Ach, die ganzen Trunk, die müssen wir auch noch platt machen. Echt viele, wie es aussieht. Shani, pass auf, weg da! Thank you.
So. Keine Angst, da kommt gleich noch mehr. Hier waren wir schon. Das Monster ist durch diesen Tunnel verschwunden. Da kommen wir nie durch. Durchweicht das Piep. Einen anderen Weg finden. Ronny, ob du es glaubst oder nicht, die Leute sagen, in der Kanalisation von Oxenford lebe ein Prinz, der in eine Kröte verwandelt wurde. Ich weiß, das klingt wie ein Märchen, aber Susie aus Hillop schwört, dass es nichts als die Wahrheit sei und auch Heidemarie hat es bestätigt. Beide behaupten, der Prinz wäre aus einem weit entfernten Land gekommen, um einer Gräfin den Hof zu machen, doch ihr eifersüchtiger Liebhaber wäre wütend geworden und hätte ihn, da er ein Zauberer war, in eine Kröte verwandelt. Falls ein Mädchen die Kröte findet und seine Froschlippen küsst, soll sich die schleimige Bestie wieder zurück in einen Prinzen verwandeln. Und was dann geschieht, ist klar. Solch ein Prinz ist natürlich kein Dorftrunkenbold, sondern ganz bestimmt ehrenhaft und wichtig. Und er würde jede zur Braut nehmen, die ihn rettet. Also Ronny, wenn du das nächste Mal in Ochsenfurt zum Markt gehst, solltest du unbedingt einen Abstecher in die Kanalisation machen. Wer weiß, vielleicht kommst du ja als Verlobter eines Prinzens wieder heraus. Deine Freundin Adelberta. Was? Ronny ist der Name von einer Frau? Leiche einer Frau, völlig eingeschleimt. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Der Körper ist so gut wie unversehrt, nur zur Hälfte mit Schleim bedeckt. Hoffentlich musste er nicht leiden. Hier leuchtet doch was. Ach so, es sind ja bloß die blöden Überreste. Ich dachte schon, es wäre was Wichtiges. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Es sind aber echt viele Frauen hier runtergekommen. Und er hat sich wohl nicht mal irgendwann rumgesprochen, die Frauen, die in die Kanalisation gehen, die kommen nicht wieder hoch. Verstehe ich nicht, wieso dann immer mehr runtergehen. So, wo ist denn jetzt die Spur? Die Stinkespur. Eine Frau war wohl auf der Suche nach dem Prinzen. Muss ich die jetzt alle untersuchen? Also, ich meine, die leuchten halt so rot. Redanischer Soldat kam vielleicht allein hier runter, um das Biest zu jagen. Dumme Idee. Das war auch noch ein Überrest, aber der Geruch ist halt nicht da. Leiche einer Frau, völlig eingeschränkt. Ja, okay. Das Biest muss sie für später aufgehoben haben. Okay, ich dachte, die brauchen wir echt nicht untersuchen, weil überall so ein Schrott liegt. Shani, kannst du hier deine Probe holen? Sicher. Vermischt mit Dreck, Geröll und ertrunkenen Kot. Die Probe muss sauber sein. Reichlich Schleim hier. Genug für deine Probe? Mehr als genug, wenn er nicht kontaminiert wäre. Ja, heul halt noch ein bisschen mehr rum, Shani. Was ist denn los mit ihr? Mitarbeiten, ne? Ich glaube, wir müssen hier rein. Ne, erst dann müssen wir speichern und das Spiel beenden. Also, die Aufnahme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Wir sehen uns morgen.